Thomas, ein befreundeter Unternehmer, erzählte mir, Jenny, ja, wir haben eine super, super schöne Ehe. Und wir haben jetzt gerade schon länger halt keinen Sex mehr. Aber das ist gar nicht so schlimm, denn unsere Sexprobleme gehen doch von alleine wieder weg. Okay. Was war denn da genau los bei Thomas? Habe ich mich gefragt. Ja, Thomas war schon 19 Jahre verheiratet mit seiner Partnerin und wir haben eine erfüllte, glückliche Ehe geführt. Zwei Kinder. Er war im Business aktiv, also super eingespannt, was ja früher dann noch nicht so war, aber jetzt inzwischen so ist. Und mit den Jahren haben sich die beiden aus den Augen verloren. Und der Sex, wie soll ich sagen, das Liebesleben wurde immer weniger und irgendwann fand halt gar nichts oder fast gar nichts mehr statt, weil sie keine Lust mehr hatte. Und er nicht genau wusste, warum. Und er keine Ahnung hatte, was er ändern musste. Aber er wusste damals eines, er wollte gerne wieder Sex mit seiner Partnerin haben. Und dann tat er Folgendes. Er begann mit ihr darüber zu sprechen. Also er fragte sie, was denn falsch sei und wie es denn richtig ginge. Und sie erzählte das. Ist ja schon mal gut, besser darüber zu reden, als gar nicht darüber zu reden, ja? Aber er drängte sie sozusagen zu sehr und es führte nicht dazu, dass viele Gerede, dass sie sich eben wieder näher kam, also dass wieder Sex stattfand. Weil sie sagte ihm zwar, was sie störte, wie es ihr ging und was sie brauchte, aber das bedeutete nicht, dass er verstand, also er verstand einfach nicht, was das jetzt genau hieß und wie er das umsetzen konnte. Also im Endeffekt durch das ganze Gerede darüber fühlte sie sich nur noch mehr unter Druck gesetzt und war irgendwann gar nicht mehr gewillt, das jetzt nochmal zu besprechen. Und an diesem Punkt blieb ihm sozusagen nichts anderes übrig, als sich damit abzufinden, etwas ohnmächtig, ja, zu sagen, okay, dann gehen die Probleme halt von alleine weg. So, und so traf mich Thomas. Er fand hier durch Zufall meinen Kanal auf YouTube. Und er wollte wissen, wie er anders mit dieser Verschlossenheit, mit ihrer Ablehnung umgehen konnte und was er überhaupt tun musste, damit sie sich wieder öffnete. Weil natürlich hatte er schon irgendwie verstanden. Klar, es ging vielen so, vielen Männern, aber es scheint ja auch irgendwie mit seiner Performance zusammenzuhängen. So, und so zeigte ich ihm einen Weg, weil es ging darum, dass er eben eine andere Sprache verwendete, andere Mittel, neue Ideen und eben auch mit ihrer Ablehnung anders umging. So, und so begannen wir miteinander zu arbeiten. Und du kannst dir vorstellen, innerhalb kürzester Zeit, ich sag mal, innerhalb von um die 2 Monaten hat er einen Zugang zu ihrem Schoß gefunden. Und natürlich auch zu ihrem Herz. Also das Herz kommt ja als erstes. Und er weiß jetzt, was er tun kann, um ihr wieder nahe zu sein. Und er weiß auch, wie er also dass er keinen Druck aufbaut. Und er hat eine Idee, was er tun kann, wenn sie heute mal wieder keine Lust hat. Das heißt, er nimmt sich die Ablehnung nicht mehr oder anders zu Herzen als vorher. Und er ist deutlich souveräner und freudvoller als zuvor. Und er konnte sich überhaupt gar nicht vorstellen, wie einfach es ist, wieder ein erfüllendes Liebesleben mit der langjährigen Partnerin zu haben, wenn man denn die richtigen Mittel dafür verwendet. So, und ich weiß, dass es sehr, sehr vielen Männern und vielleicht sogar auch Frauen genau so geht, ja. Und wenn du einer davon bist, dann kann ich dir sagen, es wird ja nicht besser. Ja, du wartest jetzt schon vielleicht, was weiß ich, 5 oder 10 Jahre, dass sich was ändert. Also, suche dir Hilfe, denn
deine Partnerin leidet in der Regel genauso wie du. Die leidet nicht unter den gleichen Dingen, sondern die hat andere Sachen, die sie nennt, die ihr wehtun, die sie verletzen. Aber die Ursache ist in der Regel ähnlich, ja. So. Und ihr verschwendet ja auch, wenn ihr das nicht angeht, wenn beide so viel leiden, verschwendet ihr super schöne oder wichtige Lebenszeit, die ihr eigentlich miteinander genießen könntet. So. Und natürlich, es gibt einfache Hebel, die man wissen sollte. Ja, und die man lernen kann, damit die Frau sich wieder öffnet. So, also wenn du jetzt hier zu dieser Gruppe gehörst, ja, du denkst dir vielleicht, ja, unser Sexleben wird schon wieder. Die Probleme gehen von alleine wieder weg, weil sie sind ja auch von alleine gekommen. Kleiner Witz. Und du dir aber wirklich da was anderes wünschst, also dir sehnsüchtig wieder eine tiefe Begegnung mit ihr oder mit deiner Partnerin wünschst, ja, dann bewirb dich hier zu meinem kostenlosen Liebesleben-Gespräch, wo ich und mein Team dann, du machst einen Termin aus, kannst dich eintragen zu einer bestimmten Uhrzeit und dann melden wir uns bei dir und schauen, was du genau brauchst, damit du mehr Erfüllung und Leidenschaft in deiner Partnerschaft erlebst. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Video.